Mini, was machst du eigentlich am Advent? Advent? Im Advent. Was ist das denn, Advent? Ich kenne nur Aldente. Was ist Aldente? Na, Aldente, so esse ich meine Nudeln. Das ist, glaube ich, römisch oder, ach nee, italienisch. Das heißt Bissfest. So esse ich meine Nudeln am liebsten. Ah, okay. Aldente, ja. Oh, die Kinder sind schon da. Wir müssen los nun. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zu den guten Nachrichten. Zu den Good News. Die guten Nachrichten. Für klein. Und groß. Ich bin ja, der Yamin. Und ich bin Mini Elchi. Aber meine Freunde, so wie der Yamin, die nennen mich immer Mini. Mini? Ja? Weißt du, was eigentlich heute für ein besonderer Tag ist? Ja, klar. Heute ist die erste Kids-Show zum Thema Weihnachten. Und da haben wir ein bisschen Schmuck mitgebracht. Auch schön. Für dich. Oh, danke. Das sieht aber gut aus. Ja. Sehr gut. Oh, und wir basteln bestimmt was ganz Weihnachtliches mit Professor und Dr. Schlitzer. Und wir singen richtig coole Weihnachtslieder. Oh ja, und weißt du, worauf ich mich auch ganz doll freue? Auf die Geschichte. Oh ja, auf die Geschichte. Aber bevor wir starten, wollen wir noch beten. Ja, mit unseren Bewegungen. Oh, wie gehen die noch gleich? Die gehen so, ich mach sie einmal vor. Danke, Jesus, dass du immer bei uns bist. Ja. Und dass du uns so lieb hast. Und danke, dass wir so viel Spaß miteinander haben werden. Und Amen. Sehr gut, ja. Okay, dann jetzt alle zusammen. Okay, ihr macht mit. Los geht's. Danke, Jesus, dass du immer bei uns bist. Danke, dass du uns so lieb hast. Und dass wir so viel Spaß miteinander haben werden. Amen. Juhu. Das war ein cooles Gebet. Das finde ich auch. Aber weißt du, was wir als nächstes machen? Nee, was denn? Wir singen. Juhu, auf geht's. Auf geht's. Und ich flieg wie ein Adler.
war nicht tief betrachtet, sieg ich wie ein Adler. Ich bin stark, stark, stark. Mini? Ja? Ich möchte heute mal was ausprobieren. Oh, machen wir ein Kuchenbettessen? Das wäre bestimmt cool, aber nein. Oh, aber dann in der Trend. Oh, da hätte ich auch Bock drauf. Ja! Aber das auch nicht. Oh. Pass auf, ich verrat's dir. Lass uns versuchen, ganz still zu sein. Still? Und nichts zu sagen. Okay. Ab jetzt. Oh Mann, ey, du schaust so komisch, da muss ich einfach lachen. Ja, das war gar nicht so leicht. Aber ich kenne noch ein Spiel. Ja? Eins, bei dem man gar nichts sagen darf. Pantomime. Das kenne ich. Das ist doch da, wo man so Begriffe vormachen muss, ohne was zu sagen. Genau, und ich habe 3 Begriffe mitgebracht. Oh ja, das ist cool. Ich bin richtig gut im Raten. Aber ihr müsst mir helfen, okay? Ihr ratet mit. Okay, dann legt mal los. Okay, der erste Begriff. Mhm. Okay, du rührst irgendwas. Und jetzt haust du es auf den Tisch. Okay, machst es platt. Okay. Jetzt drückst du da drauf. Hä? Was macht der? Wisst ihr das schon? Ich weiß es nicht. Jetzt, okay, jetzt nimmst du das. Ah! Und jetzt. Ah, das ist doch ein Ofen. Ist das in den Ofen geschoben? Ach so, du bäckst bestimmt was. Was bäckt man denn zu Weihnachten? Ah, das sind Plätzchen, oder? Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Oh, habt ihr es auch gewusst? Hm, nicht schlecht. Okay. Okay, der zweite Begriff. Mhm. Okay. Ein Dreieck. Irgendwas Spitzes, okay? Und da machst du jetzt irgendwas dran. So Kugeln. Ah, du schmückst irgendwas, ne? Aber was denn für ein Dreieck? Was schmückt man denn? Ach, das da! Ach, ein Tannenbaumschmücken! Ja, genau! Ah, ja. Sehr gut. Cool, nicht schlecht. Oh, du hast noch einen Begriff? Ja, ich habe noch einen Begriff. Okay, leg los. Okay. Okay, du bist dick und hast einen Bart. Okay. Und hast du irgendwas über der Schulter? Oh, könnt ihr wissen, wer das ist? Und du gibst du den Leuten irgendwas? Ach, das ist ein Sack auf deiner Schulter. Ach so, ja, du bist der Nikolaus. Ja, genau. Ah, nicht schlecht. Du bist echt gut in Pantomime. Oh, danke sehr. Ja, oh, wow. Jetzt habe ich doch mal richtig Lust bekommen, noch mehr zu singen, oder? Ja, lass uns noch ein Lied singen. I'm
heilige Nacht. Wir feiern das heute, denn Jesus, der Retter, kam für uns zur Welt. Nicht im Palast, nein, in der Krippe, in Tüchern gewickelt, da lag dieser Held. Neben den Eseln und Schafen hat er das Leben gestartet, um Zugang zu schaffen zum Vater im Himmel, der uns mit dem Segen erwartet. Er machte das alles für dich, er machte das alles für mich, um Freude zu schenken, denn wir waren verloren, doch Jesus, er brachte das Licht. Er machte das alles für dich, er machte das alles für mich, um Freude zu schenken, denn wir waren verloren, doch Jesus brachte Licht. Jesus ist geboren. Das war für mich auch total schwer, nicht zu reden. Aber weißt du was? Ich habe letztens von einem Mann in der Bibel gelesen, der konnte auch eine ganz lange Zeit nicht sprechen, nur viel was? Länger. Der konnte nicht sprechen, das gibt's doch gar nicht. Doch, ich bin mir ganz sicher, wirklich. Aber ich habe irgendwie den Rest der Geschichte ganz vergessen. Was? Du hast es vergessen? Mhm. Wieso das denn? Du weißt doch sonst immer alles. Na, ich weiß doch auch nicht. Also ich weiß doch nicht alles. Ja doch, du weißt doch immer super viel und du kannst so gut erklären und bist hilfsbereit und so. Ich dachte, du kannst immer alles. Okay, danke. Aber manchmal vergesse ich auch Sachen, zum Beispiel, wo ich meinen Schlüssel hingelegt habe. Ja, das passiert. Oder ich kann auch nicht auf dem Kopf stehen und gleichzeitig Einrad fahren. Okay, ja, das stimmt, nicht. Das kannst du wirklich nicht. Aber ja? Weißt du, wer das kann, wer alles was? Kann? Alles? Ja, da ist jemand, der kann ganz verrückte Sachen tun. Dinge, die wir uns nicht mal vorstellen können. Hä, nee, wer denn? Na Gott. Ach, echt? Gott ist nichts unmöglich. Oh. Da gibt's diese eine Geschichte von dem Mann. Der konnte nicht reden, ja, von dem ich dir erzählt habe. Und da war noch so ein Engel und da kam ein Kaninchen drin vor. Und die Was? Haben dann... Ja, Kaninchen? Ja, irgendwie... Oh Mann, ey, können wir jetzt die Geschichte lieber anschauen? Ja, du kannst sie irgendwie nicht so gut erklären. Okay. Okay, dann lass sie uns anschauen, okay? Ja, los geht's. Das sind Elisabeth und Zacharias. Zacharias ist Priester und Elisabeth seine Frau. Die beiden lieben Gott und halten immer seine Gebote ein. Aber Elisabeth und Zacharias sind schon alt und Elisabeth konnte keine Kinder bekommen. Das machte sie traurig. Zacharias ist auf dem Weg zum Tempel. Dort arbeitet er als Priester. Seine Aufgabe heute ist, den Weihrauch im Tempel anzuzünden. Plötzlich wurde es ganz hell. Es ist ein Engel! Zacharias hat sich darüber sehr erschrocken. Zacharias, habe keine Angst vor mir. Ich habe tolle Nachrichten für dich. Gott hat dein Gebet gehört. Deine Frau Elisabeth wird bald ein Kind bekommen. Es wird ein Sohn sein und er soll Johannes heißen. Gott hat eine große Aufgabe für ihn. Diese Aufgabe ist sehr wichtig. Er soll die Menschen hier in Israel darauf vorbereiten, dass Gott kommen wird. Die Menschen werden sich wieder Gott zuwenden und ihn suchen. Woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Meine Frau und ich sind doch schon so alt. Ich bin Gabriel. Ich diene Gott und er hat mir die Aufgabe gegeben, dir diese tollen Nachrichten zu erzählen. Diese Nachrichten werden passieren, wenn die richtige Zeit dafür ist. Du aber glaubst mir nicht? Du wirst nun so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis diese tollen Nachrichten wahr geworden sind. Die Menschen warteten vor dem Tempel und wunderten sich, warum Zacharias so lang im Tempel war. Zacharias versuchte zu sprechen, konnte es aber nicht. So wussten die Menschen, dass er wohl mit einem Engel von Gott gesprochen haben musste. Zacharias ging nach Hause. Nur wenig später wurde wahr, was der Engel angekündigt hatte. Elisabeth war schwanger. Gott hat an mich gedacht und er hat mir geholfen. Endlich bekomme ich ein Kind. Wow, was für eine spannende Geschichte! Ja.
Ja, oder? Krass. So krass. Zacharias konnte nicht. Ja. Einfach kein Wort. Das ist krass. Ja, und was viel krasser noch ist, Elisabeth hat einfach ein Kind bekommen, nachdem sie schon so lange darauf gewartet hat. Ey, das war echt voll lieb von Gott, oder? Ja, ich finde es immer wieder total krass, was Gott machen kann. Ja. Für ihn ist einfach nichts unmöglich. Stimmt, ey, wenn er wollte, könnte der bestimmt auch am Kopf stehen, ein Rad fahren, oder? Ja, und noch viel mehr. Ja, krass, krass, ey. Aber es gibt ja auch voll viele Sachen, die ich nicht gut kann. Glaubst du, dass mir Gott dann dabei helfen kann? Auf jeden Fall, ja. Aber wie mache ich das dann? Pass auf, ich erzähle dir eine Geschichte von mir. Ja, okay. Mir ging das damals so, als ich noch viel jünger war, da mussten meine Eltern und ich, wir mussten wegziehen, weil mein Papa eine neue Arbeit gefunden hatte. Und ich hatte ganz viel Angst, weil dass es nicht so schön ist in der neuen Wohnung und dass ich keine neuen Freunde finde. Und dann habe ich angefangen, mit Gott zu reden und zu beten. Also. Und ich habe ihm erzählt, wie es mir geht und wie ich mich fühle und dass ich Angst habe, keine neuen Freunde zu finden. Ich dachte, das sei unmöglich. Ja, das ist auch echt schwer. Du hattest ja bestimmt auch ganz viele andere Freunde, ja, da wo du vorher gewohnt hast. Und so schnell findet man ja keine neuen, oder? Genau, das dachte ich auch. Aber Gott, für Gott ist nichts unmöglich. Ach, ja? Weil Gott hat mir einfach geholfen dabei, neue Freunde zu finden. Ich habe jetzt die tollsten Freunde, die man sich vorstellen kann. Nämlich den David und die Johanna und den Mini. Ja. Und wir sind heute auch noch befreundet. Stimmt. Ganz fest sogar. Und ich dachte wirklich, das sei unmöglich. Wow. Aber jetzt habe ich so viele neue Freunde. Ich liebe Gott einfach. Das, ja, ist so gut. Das hat er dir einfach so geschenkt. Oh, cool. Das ist echt krass, was Gott alles kann. Wow, es ist echt so krass, was Gott alles kann, dass er dir einfach auch so viele neue Freunde geschenkt hat. Das finde ich echt toll. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Du und ich, wir sind nicht perfekt. Ja, das stimmt. Wir vergessen zum Beispiel manchmal, wo unsere Schlüssel sind. Oder wir können auch manchmal nicht kopfstehend Einrad fahren, oder? Ja, das stimmt auch. Aber es geht gar nicht unbedingt so darum, was wir nicht können, sondern viel schlimmer war auch, wir machen manche Sachen falsch. Wir stoßen Leute vor den Kopf. Wir verletzen andere. Ja, das stimmt. Das passiert mir auch manchmal. Aber bei Gott ist nichts unmöglich, oder? Ja. Deswegen habe ich wieder unsere Schilder mitgebracht. Oh, ja, die Schilder, die sind so klasse. Ja, oder? Oh, die sind falsch rum. Oh. Ach so, das. Okay. Genau. Die Schilder zeigen uns, wie Gott ist. Ah, und Gott ist nämlich Liebe. Dafür steht das Herz. Er hat dich geschaffen. Und seine Idee war für dein Leben, dass du Gott lieb hast, dass du dich selbst lieb hast und dass du alle anderen Menschen auch lieb hast. Ja. Aber ganz ehrlich, das schaffen wir nicht immer, oder? Nee. Dafür gibt es dieses Symbol. Ah. Bei dir ist es vielleicht manchmal auch so, dass wir in Momenten, wenn du mehr an dich selbst denkst oder so, dass wir es nicht schaffen zu lieben. Und dann kommt ganz viel Streit und Ärger und Dunkelheit einfach in diese Welt. Ja, das ist nicht so gut. Und das macht die Welt ganz dunkel. Aber Gott ist stärker als die Dunkelheit. Ja. Und dafür steht das Kreuz. Oh. Weil obwohl uns die Dunkelheit von Gott trennt, hat Gott die Dunkelheit besiegt. Wow. Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, damit er den Tod besiegt. Oh, und die ganze Dunkelheit durch Licht ersetzt. Krass. Mit Jesus kommt nämlich Licht in die Welt. Und dafür steht das Kreuz. Aha. Mhm. Und das letzte ist ein Anker. Ah. Damit wir uns nämlich an Gottes Liebe festhalten können. Ah, wie so ein Anker. Wie so ein Anker, ganz genau. Damit wir nämlich immer und ewig bei Gott sein können. Wow, wie cool. Oh, lass uns doch dafür Gott Danke sagen und beten, oder? Ja, lass uns zusammen beten. Wollen wir das wieder so machen, dass du was vorbetest und ich das danach bete mit den Kindern? Ja, unbedingt. Yeah, okay, los geht's. Okay, Jesus, du bist meine Nummer eins. Jesus, du bist meine Nummer eins. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Und immer bei mir bist. Und immer bei mir bist. Hier ist mein Herz. Hier ist mein Herz. Hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Ab jetzt bin ich dein geliebtes Kind. Ab jetzt bin ich dein geliebtes Kind. Amen. Amen. Woohoo. Cool. So cool, oder? Oh, jetzt habe ich wieder richtig Lust zu tanzen.
Und ich glaube, dann hat Schnippschnapp schon was zum Besten für uns. Ja. Los geht's. Kam ein Kind zur Welt. Es war dunkel, es war kalt, der Esel hat gefroren. Jeden hätte man erwartet, nur nicht Gottes Sohn. Ein Stern erstrahlte hell, die Engel sangen laut. Und die Hoffnung dieser Welt schlug die Augen auf. Für dich und für mich wurde Gott ein Kind, weil er uns so dolle liebt und wir ihm wichtig sind. Heute feiern wir ein Fest für Jesus. Still und heilig war die Nacht. Brachten ihr Geschenk, weil sie wussten, dieses Baby ist der König dieser Welt. Auch heute gibt's Bescherung und ein großes Fest. Vielleicht ein Tannenbaum und Kerzen auf dem Tisch, aber nur aus einem Grund, um niemals zu vergessen. Heute geht es um dich, Jesus, das soll jeder wissen. Wir haben nicht so viel, doch wir schenken es dir gern. Happy Birthday, Jesus, hier ist unser Herz. Heute feiern wir ein Fest für Jesus. Still und heilig war die Nacht. Aber weil heute sein Geburtstag ist, gibt's jetzt richtig für ihn ab. Hey, wir basteln heute was richtig Tolles. Und ich kann euch schon mal sagen, der Inhalt, der ist ziemlich lecker. Und wir brauchen dafür gar nicht viel. Es wird am Ende so ein richtig süßes Rentier-Schokoglas. Und zwar brauchen wir dafür ein leeres Marmeladenglas. Einfach mal Mama und Papa fragen, ob ihr sowas zu Hause habt. Dann brauchen wir so rote, süße Bommelchen für die Nase und Wackelaugen, damit es so schön witzig aussieht. Und als allerersten Schritt schneiden wir uns davon so Stücke ab, in der Größe am besten, damit wir am Ende diese süßen Rentiergeweihe haben. Und dann machen wir noch ein kleineres Stück ab und das machen wir hier einmal einfach nur drumherum. So sieht das dann aus. Und dann haben wir nämlich hier schon so richtig süße Rentierhörnchen. Dann nehmen wir unser Glas und dann kleben wir einfach alles drauf, was drauf muss. Hey, wenn ihr mit der Heißkleberpistole arbeitet, am besten Mama und Papa fragen, dass sie euch helfen. Da kann man sich nämlich ganz in Dolle wehtun. So. Und dann kleben wir einfach die Augen dran. Und die Nase. Und obendrauf die Rentiergeweihe. So. Das muss man manchmal ein bisschen festhalten, bis es trocken ist. Und wenn sie trocken sind, dann kommt der allerbeste Teil. Nämlich dann kann man nämlich die Süßigkeiten reinfüllen und am besten noch nebenbei was snacken.
Und schon ist euer richtig tolles Rindchenglas fertig. Viel Spaß beim Basteln. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende, Mini. Oh, was? Das ging ja schon wieder so schnell. Da hast du recht, Mini. Aber was hat dir heute besonders gut gefallen? Ja, das ist doch klar. Also auf jeden Fall die Weihnachtslieder. Die haben mich richtig in Stimmung gebracht für Weihnachten. Und das Basteln auch. Das war so schön. Und vor allem die Geschichte. Oh ja. Oh, die war so toll. Krass, das war das, wie Elisabeth einfach schwanger geworden ist, ey, nach so langer Zeit. Mhm. Richtig cool. Auf jeden Fall. Mini, daran können wir sehen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Ja. Ey, dann lass uns doch nochmal richtig dafür Gott Danke sagen, oder? Ja. Dass ihm auch nichts unmöglich ist. Lass uns nochmal zum Abschluss beten. Da machen wir, bei Gott ist nichts unmöglich. Nichts. So Kopfschütteln. Genau, so mit Gott. Okay, los geht's. Danke, Jesus, dass du immer bei uns bist. Danke, dass für dich nichts unmöglich ist. Danke, dass du uns so lieb hast und dass wir so viel Spaß miteinander hatten. Amen. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Okay, aber nächste Woche sehen wir uns ja schon wieder. Ja, nächste Woche, wenn es wieder heißt Good News. Yeah. Die guten Nachrichten für klein und groß. Juhu, bis dann. Tschüss. Auf dem Feld erfuhren es zuerst. 1000 Engel sangen Halleluja. Die Einfachen, die Armen erfuhren es zuerst. Jesus Christus, der Retter ist da. Königsgeburtstag im stinkigen Stall. Gott wird Mensch, gerade sie sind live dabei. Live dabei, live dabei, live dabei. Weihnachten ist Party für Jesus. Geburtstagsfeier bei Kerzenschein. Weihnachten ist Party für Jesus. Gott kommt zu uns, zu groß und zu klein. Weihnachten ist Party für Jesus. Wir tanzen um den Tannenbaum. Weihnachten ist Party für Jesus. Gott kommt zu uns. Frieden bleibt kein Traum. Weisen aus dem Ausland erfuhren es zuerst. Ein heller Stern zeigte ihnen den Weg. Die Gott nicht kannten, erfuhren es zuerst. Tolle Geschenke brachten sie mit. Königsgeburtstag im stinkigen Stall. Gott wird Mensch, gerade sie sind live dabei. Live dabei, live dabei, live dabei. Weihnachten ist Party für Jesus. Geburtstagsfeier bei Kerzenschein. Weihnachten ist Party für Jesus. Gott kommt zu uns, zu groß und zu klein. Weihnachten ist Party für Jesus. Gott kommt zu uns. Frieden bleibt kein Traum. Alle dürfen kommen, so wie sie sind, Arme und Reiche, von nah und von fern. Feiern mit dem Geburtstagskind, Anbetung für Jesus den Herrn. Weihnachten ist Party für Jesus, Geburtstagsfeier bei Kerzen.